kommen wir zu Berlins Volleyballteam Nummer 1, liebe Zuschauer, dem SCC Berlin. Sie haben bislang eine sehr interessante Saisonstatistik aufzuweisen. Alle ihre Siege holten sie ohne Satzverlust, gewannen also jeweils bei Siegen mit 3:0. Und der SCC stand nun vor einem richtigen Highlight in dieser Saison. Erstens nämlich einem Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle, zweitens im Derby gegen das Brandenburger Team aus Königs Wusterhausen und drittens gegen ein Team, welches auch noch punktgleich auf dem gleichen Tabellenplatz wie der SCC steht. Also ein Spiel unter ganz interessanten Vorzeichen, bei dem wir natürlich dabei waren. Trotzdem wagen wir in der Rubrik Best of Five unseren Blick auch auf den internationalen Europacup. In der letzten Woche war Berlins Volleyballteam Nummer 1 auf Reisen. Der SCC startete neben der Bundesliga und dem Pokal in den dritten Wettbewerb, den Europäischen Challenge Cup. Am Flughafen Tegel landeten die Berliner gut gelaunt aus Wien nach einem deutlichen 3:0 Auswärtssieg beim TSV Hartberg in Österreich. Vor 1200 Zuschauern in einer vollen Halle boten die Hartberger in der als Jahrhundertspiel angekündigten zweiten Europacup-Runde den Berlinern aber nur zu Beginn die Stirn. Ein überlegener SCC, bei dem Malte Holschen erstmals nach seiner H1N1-Erkrankung wieder in der Anfangsformation stand. Ganz so schlecht waren sie nun auch wieder nicht. Also sie sind immer in Erster in der österreichischen Liga. Ja, und dann haben sie wirklich ein paar ganz geschickte Punkte gemacht. Die haben es gut im Block angeschlagen, haben mal gute Aufschläge gemacht. Und dann kommen wir natürlich auch ins Nachdenken, wenn es nicht so gut läuft. Und so nach und nach haben wir aber dann doch unsere Größe vor allem ausgespielt. Also die waren im Durchschnitt bestimmt 10 cm kleiner als wir. Und das hat man auch gemerkt. Also wir hatten im Block wenig Probleme gegen die. So ließ sich der SCC auch nicht aus der Ruhe bringen, als der TSV Hartberg im ersten Durchgang 8:6 führte. Die Berliner erhöhten zunehmend den Druck und gewannen insgesamt mit 25:19, 25:20 und 25:12. Ein froher SCC. Ja, jetzt sind wir gelandet, wollen erst einmal nach Hause. Bisschen Aufruhr und dann heute Abend haben wir nochmal Training. Und ja, wir gucken, wie es weitergeht. Dann morgen werden wir nochmal in der Max-Schmeling-Halle trainieren, weil wir am Samstag in der Max-Schmeling-Halle gegen eine Zoppel spielen. Ja, erst einmal sind wir froh, dass wir gut gelandet sind und keine verletzungsfrei sozusagen. Durch den klaren 3:0 Auswärtserfolg benötigte SCC Berlin nun zu Hause nur noch einen Satzgewinn zum Einzug in die dritte Runde des Challenge Cups. Der SCC vertritt Berlin stark auf internationaler Ebene, blickte aber auch schon auf das Berlin-Brandenburg-Derby. Wenn ich mich gut erinnern kann, wir haben noch nie gegen Königs Wusterhausen verloren und dabei wollen wir auch bleiben. Und ich denke, wir haben eine bessere Mannschaft als Königs Wusterhausen, aber wir müssen auch alle gute Leistung bringen, die zu schlagen. Mit einem internationalen Erfolg im Rücken ging es somit für die SCC-Spieler nach der Landung in Tegel wieder nach Hause und ins heimatliche Trainingszentrum. Und auch in der Bundesliga sollte die Reise weiter nach oben gehen. Die siebte Auflage des Derbys vom SCC gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen war ein stimmungsgeladenes Volleyballspektakel. In der Max-Schmeling-Halle erhielt das Lokalderby endlich die Bühne, die ein solches Spiel verdient. Die Gäste ein hochkarätiger Gegner. Punktgleich lagen die Netzhoppers in der letzten Saison im Playoff-Halbfinale mit dem SCC in der Bundesliga auf Augenhöhe. Der SCC Express kam mit zuletzt 4 Siegen, aber immer besser in Fahrt. Königs Wusterhausen kassierte aufgrund vieler Verletzungen dagegen zuletzt 3 Niederlagen. Der SCC im Spiel von Beginn an. Das bessere Team. Gajdarski, Skach, Salvador Hidalgo Oliva. Das 10:7 nach gutem Start im ersten Durchgang. Vor 4.235 Zuschauern ließen sich die Hausherren die Führung nicht mehr nehmen. Der Satzball im ersten Satz, Aufschlag Königs Wusterhausen, dann Skach, Malte Holschen. Und der Ball kann auf der Seite von Königs Wusterhausen nicht mehr kontrolliert werden. Der SCC holt den ersten Satz mit 25:19. Angetrieben von der großen Kulisse in der Max-Schmeling-Halle spielte der SCC weiter ohne Eigenfehler, dafür mit souveränen Kombinationen. Arvid Kinder, stark von Christoph, Skach, Hidalgo, Oliva, Block und neuer Anlauf, Christoph, Hidalgo, Oliva. Die Berliner drückten mit offensiver Spielweise, Sebastian Fuchs.
Der SCC hochkonzentriert gegen einen Gast, der zuvor Krankheitsfälle seiner Leistungsträger Rieke, Heinicke und Ex-SCCler Prüsener sowie den Ausfall nach OP von Eichbaum zu verkraften hatte. KW schien der Spielweise des SCC nicht gewachsen. Hidalgo Oliva mit einem deutlichen 25:15 geht auch der zweite Satz an den SCC. Die Berliner setzten sich nun wie in allen drei Sätzen zum dritten Mal mit 16:12 ab. Christoph wiederholt stark, Skach, Sebastian Fuchs. Der SCC Berlin gewinnt mit 3:0 nach nur 74 Spielminuten. Gegen seinen Lokalrivalen gewinnen die Berliner vor großer Kulisse also mit 25:19, 25:15 und 25:14. Ein derart klares Ergebnis hatte wohl kaum jemand erwartet. Der fünfte Sieg in Folge bestätigt den SCC eindrucksvoll als Volleyballprimus in der Region Berlin-Brandenburg. Macht in der Tabelle Platz 4 und nach dem Sieg im Derby kann sich Berlins Volleyballteam Nummer 1 weiter an die Spitze heranarbeiten. Der SCC feierte seinen ersten Saisonsieg in der Max-Schmeling-Halle. Alle Siege holten die Berliner in dieser Saison bislang souverän, ohne einen Satzverlust. Wir blicken auf die kommende Aufgabe. Es wartet das Rückspiel im europäischen Challenge Cup gegen den TSV Hartberg aus Österreich. Nach dem 3:0 Auswärtssieg im Hinspiel brauchen die Berliner nur noch einen Satz zum Erreichen der dritten Runde. Trotzdem möchte sich der SCC auf dem Ergebnis nicht ausruhen. Im kommenden Heimspiel am 9.12.2009 um 19 Uhr. Spielort ist diesmal wieder die Semmeringhalle. Tickets und weitere Infos auch zum Pokalviertelfinale am 13. Dezember gegen Düren auf scc-volleyball.de. In unserem Gewinnspiel gibt es zusätzlich Karten für das Europacup-Rückspiel am 9.12. zu gewinnen. Wir verlosen unter allen Einsendungen 3x2 Freikarten. Schickt einfach eine E-Mail mit dem Stichwort SCC Best of 5 an folgende Adresse info@scc-volleyball.de. Einsendeschluss ist der 8.12.2009.